Als Führer der tibetischen Demokratiebewegung gilt dieser Mann, auch er Anhänger des Dalai Lama. Die Zeitung, die er herausgab, hieß Demokratie. Auf Druck der Exilregierung des Dalai Lamas erscheint das Blatt nicht mehr. Begründung, die Zeitung habe die Exilregierung öffentlich dafür kritisiert, zu kompromissbereit gegenüber den Chinesen zu sein. Was die Demokratisierung angeht, kann ich nur sagen, dass die Exilregierung halbherzig, ja fast peinlich ist. Die Frage der Unabhängigkeit hat die Exekutive im Alleingang entschieden. Nicht mal das Exilparlament wurde gefragt, vom Volk gar nicht zu reden. Ich sage, die Entscheidung, das Ziel der Unabhängigkeit aufzugeben, ist undemokratisch. Bisher hat der gemeinsame Feind China alle Tibeter geeint. Doch jetzt, nach fast 40 Jahren Exil, brechen Konflikte auf. Und das Bild eines unfehlbaren Dalai Lama bekommt erste Risse. Die Glorifizierung des Dalai Lama in seiner Eigenschaft als politischer Führer, die hilft dem Demokratisierungsprozess nicht weiter. Eine kritisch differenzierende Auseinandersetzung mit seinen politischen Aussagen, die muss möglich sein. Und sie sollte auch nicht durch das Argument unterdrückt werden, Kritik nutze ausschließlich den Chinesen.